herzlich willkommen bei GamesTV 24 Daily. Es gibt wieder neue News, es gibt eine neue Woche und wir fangen mal mit beiden an. Mit der neuen Woche, mit den neuen News, und es gibt beispielsweise, die erste News ist so ein bisschen heikel, denn es handelt sich um einen Spoiler. Ja, wer in Star Wars komplett ungespoilert sein gehen will in den Film, der hört jetzt am besten weg. Ja, wobei ich auch große Details nicht nennen werde, sowieso nicht. Also, aber es gibt einen, also auf Amazon gibt es ein Puzzlespiel mit 1000 Teilen. Und dort gibt es ja den Charakter Finn. Und der Charakter Finn, das, den hat man ja schon 1000 Mal in irgendwelchen Trailern eben hecheln sehen. Mehr hat er eigentlich, ich weiß gar nicht, ob er irgendwas gesagt hat, auf jeden Fall hat er viel gehechelt. Und ja, der hat einen Nachnamen und dieser Nachname ist sehr interessant. Und wer denn erfahren möchte, was das für ein Nachname ist und warum der interessant ist und sich ein bisschen spoilern lassen möchte, viel ist es ja nicht, der kann dann auf to.pcgames.de/swspoiler gehen. Den Link blenden wir auch unten ein. Und dort ist eben ein Artikel, der dann genauer beschreibt, was dann die Besonderheit an dem Nachnamen ist. Ja, bei Star Wars, da gibt es ja auch schon so Actionfiguren, die auch was sagen. Okay. Und wenn du die Sprachfiles von denen abspielst, da sind auch schon einige Spoiler dabei. Zum Beispiel bei Kylo Ren und so weiter, diesen Actionfiguren. Also, okay, nicht also der, ist nicht der erste Spoiler, aber also man kann sich's natürlich zusammenreimen, was er sagt, aber wie das jetzt genau ist im Film, das wird man dann halt erst sehen, wenn der wirklich... Okay, also vielleicht grundsätzlich eine Warnung an alle, die nicht gespoilert werden wollen, bevor sie den Film keine sehen. Keine Spielsachen kaufen. Genau, großen Bogen um jegliches Merchandise machen. Ja. Naja, gut. Nächste News ist auch das, was wir im Grunde schon bei der letzten News, wo wir beide hier saßen, besprochen haben. Und zwar durch den Leak, der damals auf der offiziellen Battle.net-Seite stattfand, wo die Werbung angezeigt wurde, ist es da eben auch schon durchgekommen, dass Overwatch ein Vollpreistitel werden könnte oder zumindest Vollpreis Modelle anbietet. Aber jetzt wurde das natürlich im Rahmen der BlizzCon offiziell verkündet. Overwatch wird ein Vollpreistitel und zwar auch sogar komplett, also ohne Free-to-Play Grundbasis oder sowas, die weniger bietet. Wo man als erstes gemeint hat, dass das vielleicht irgendwie diese 40 oder 60 Euro, die das sind, dass das irgendwie spezielle Skins, die auf diesem Free-to-Play-Modell, dass das irgendwie so ein Premium-Ding ist. Genau. Oder sowas. Das ist nicht so, es ist ein ganz normales Vollpreisspiel, was man jetzt nicht so vermutet hätte, weil Blizzard ja auch mit Free-to-Play sehr erfolgreich ist. Also, Basisspiel kostet für PC 39,99. Dann gibt es die Origins Edition, die eben auch geleakt wurde, für PC, PS4 und Xbox One. Die kostet dann 59,99. Jede Fassung beinhaltet alle Helden, Maps und Modi. Ja. Ist ja auch wichtig, sonst kann man ja nicht zusammen spielen. Ja, wobei das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass man da hätte irgendwas zusammen kaufen müssen oder so. Das Einzige, was an der Origins Edition unterschiedlich ist, also was an der anders ist, ist, dass da diese Origin-Skins drin sind. Also die Vergangenheit der Helden quasi, der Skin, wie sie früher aussahen quasi. Also wer sich für die Lore interessiert, der kann sich die 20 Euro extra da drauflegen und extra Skins für das Spiel quasi bezahlen. Mikrotransaktionen gibt es dann bei Skins. Das ist zumindest das erste, was verkündet wurde. Beim Origins-Inhalt handelt es sich auch eben um ein paar Skins, die verfügbar sind innerhalb der Packung. Der Mary-Flügel für Diablo 3, Overwatch-Kartenrücken für Hearthstone, ein Haustier für WoW und eine Heldin für Heroes of the Storm. Das typische Blizzard-Gedöns, wenn man eine Collector's Edition kauft quasi. Genau. Und dann eine Collector's Edition wird es auch geben, da ist der Preis allerdings unbekannt. Der Inhalt dort ist dann noch zusätzlich ein Soundtrack, ein Artbook und die Sammelfigur von Soldier 76. Ja, und der Release ist mit Frühling 2016 angegeben, nach wie vor. Und jetzt bleibt immer noch dann die Frage, wie es dann, also so ganz im Detail war es dann eben doch nicht beschrieben, wie es dann um die Mikrotransaktionen in der Zukunft bestellt ist, um neue Helden und so weiter. Und ich persönlich mache mir da leichte Sorgen, dass es eben nicht nur bei Mikrotransaktionen für Skins bleiben wird. Das wird sich halt bei dem Spiel besonders anbieten, deswegen haben ja auch alle das Free-to-Play-Modell erwartet eigentlich. Und ich finde das auch ein bisschen fragwürdig, 40 Euro oder 60 Euro Spiele dann noch mit Mikrotransaktionen zu versehen. Ich meine, bei so kleinen Titeln, die
Free-to-Play sind oder wie CSGO zum Beispiel, ja, relativ wenig kosten, da ist das alles okay, aber wenn man schon Vollpreis bezahlt hat, naja, was sehen wir eigentlich? Das ist ja heutzutage eigentlich gang und gäbe, aber... Das macht es immer noch nicht besser. Ja. Aber wir werden sehen, wie das dann, wie sich das entwickelt. Eventuell bleibt man auch nur bei Mikrotransaktionen für Skins und für optische Updates und eben nicht für Helden oder für Waffen oder ja, sonstiges. Man darf also gespannt sein, ist ja noch lang genug hin. Ja. Ja. Call of Duty ist erschienen. Ja, da ist es nicht. Am Freitag haben wir auch schon berichtet, dass es da Probleme gibt. Mhm. Und ein Patch wurde schon rausgehauen für den i5, ein Hotfix quasi, ja, am Freitag gleich. Aber der richtige Patch, der die großen Probleme beheben soll, der kommt erst noch. Genau, also momentan gibt es also zahlreiche Meldungen von Abstürzen, Framerate-Einbrüchen, selbst mit 12 GB RAM auf der GTX 980 Ti, was halt schon ziemlich crazy ist. Ist irgendwas komplett in der Programmierung verhunzt worden, weil... Genau. Dass der Speicher so schnell vollläuft, das ist irgendein Fehler. Also irgendwie ein ganz arger Fehler. Und dass die das nicht da irgendwie im Q&A da rausgekriegt haben, weil das ist ja jetzt nicht nur jeder Tausendste hat den Fehler, sondern es ist schon häufig, würde ich mal sagen. Batman lässt grüßen. Allerdings muss ich auch persönlich dazu sagen, es ist nicht per se verbuggt oder sowas. Also nee, so ist es nicht. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt am Wochenende gespielt und ich hatte... überhaupt gar keine Probleme. 60 FPS und das war auf einer 770er. Wie bei Batman halt auch. Ja. Manche hatten überhaupt keine Probleme, wussten nicht, was jetzt da dieser große Aufruhr eigentlich soll, weil es perfekt läuft und bei anderen startet das Spiel gar nicht. Also auf jeden Fall darauf achten, die neuesten Grafikkartentreiber zu installieren und ansonsten stay tuned, ja, weil Hotfix kommen, Patches kommen, also man darf dann gespannt sein, wie die Jungs dann reagieren werden drauf. WoW Legions, das nächste Thema, das stammt noch so ein bisschen von der BlizzCon jetzt und wir bringen das jetzt als News, falls ihr da nichts gesehen habt, ja, von der BlizzCon. Da würde es sich übrigens lohnen, dann halt die anderen Videos bei uns in der App anzuschauen, denn da gibt es ja zahlreiche. Da gingen ganz viele am Wochenende. Ja. Und es wird auch noch Zusammenfassung geben, also seid da auch gespannt, was da kommt. Jetzt zu den News, WoW Legion wird ein neues Level-System beinhalten. Das heißt, früher war das ja immer so, dass man quasi auf das... in den Bereich musste, der für dein Level zugeschnitten war. Genau. Und jetzt soll das anders werden. Genau, also statt Zone für Zone abzuklappern, nach dem Motto von Level 10 bis 15 spiele ich hier, von 15 bis 20 da, weil ich habe sonst andere keine Möglichkeiten, kann man jetzt eben frei durch die ganze Welt laufen und mal hier anfangen, mal da, vielleicht bei einem Twink, bei einem zusätzlichen Charakter, den man dann erstellt, dann irgendwie anders langlaufen. Ja, weil die Level jetzt mitskalieren von den Gegnern. Genau, das heißt, die Gegnerstufen skalieren mit, Welt- und Zonenbosse skalieren allerdings nicht mit, da sie fürs Endgame vorgesehen sind und der Endgame-Bereich, also das letzte Gebiet, Gebiet Suraman ist ausschließlich für Stufe 110 Charaktere vorgesehen. Ja, das bleibt fest. Das ist ja klar, weil du kannst ja nicht einen Boss haben, der für den einen Level 100 ist und für den anderen Level 110. Das muss ja irgendwie ein vergleichbarer Wert sein. Ja, klar, das ist klar. Aber witzig ist dann auch, dass wenn die Level mitskalieren, also Suraman ist sowieso fest, das ist nur für 110 Charaktere, aber dann müsste das ja eigentlich bedeuten, dass man dann mit 110 auch eben auf die ganzen anderen Gebiete zugreifen kann. Hm. Denn die Gegner sind dann auch 110. Und das macht die Sache interessant. Also das bringt halt viel Abwechslung ins Endgame. Und das kann auch erlauben, dass man eben Quests halt überall machen kann und sich nicht nur auf ein Gebiet beschränkt, wie es jetzt bei eigentlich so gut wie allen MMORPGs war. Man ist ja auch schnell überlevelt, dass man die ganzen alten Quests nicht mehr machen konnte. Und genau, das war einfach ein bisschen arm. Ja, wenn die dann mitskalieren und man die immer noch machen kann und wenn die Belohnungen dann auch wirklich lohnenswert sind, ja, dann ist das natürlich dann cool. Genau, das ist nicht schlecht. Also insofern ist es eine coole Idee. Ein kleines, also ja, für mich wäre das ein kleines Problem dann allerdings, wenn es dann um ja so ein bisschen das Gefühl, die Atmosphäre und die Verbindung zur Spielwelt angeht. Hm. Weil das ist dann ein bisschen, da halte ich für ein kleines Problem. Es ist einerseits cool, andererseits gibt es auch, da weißt du, was ich meine. Ja, das ist ja, so ein bisschen, früher kann man sagen, okay, das Gebiet ist hart, das hat irgendwie, das verbinde ich damit und jetzt ist es einfach nur so ein Gebiet und wie so eine Art Platzhalter für Gegner, die mitskalieren. Das ist ein bisschen komisch, das könnte sich. Naja, das ist ja so ein emotionales Ding. Genau, das ist so ein emotionales Ding. Man wird sehen, wie sich das dann alles. Vielleicht begründet Blizzard jetzt damit irgendwie neue Standards, die sich auch irgendwie auf weitere MMORPGs übertragen werden. Das könnte sein. Ein emotionales Ding ist auch die Geschichte von Metal Gear Solid 5.
Ja, sehr emotional. Wollen wir jetzt nicht spoilern, sagen wir auch gar nichts mehr dazu. Ja. Außer, dass es Tweets gab. Und zwar mit dem Thema Quiet. Genau. Der Begleiter von Snake im neuen Metal Gear Solid. Die Begleiterin. Begleiterin, genau. Die Halbnackte. Die Fastnackte. Ja. Die hat ja auch eine ganz eigene Story in dem Spiel. Sollte man nichts dazu sagen. Die ist sehr interessant. Und anscheinend geht die weiter. Ja, es wurden also zahlreiche Tweets von seitens Konami abgegeben und die brachten dann eben Quiets Zitate von Quiet und den persönlichen Soundtrack, das persönliche Soundtrack-Lied auch von Quiet. Zitate und von Quiet. Ja. Die sagt er in dem ja, Spiel nicht so viel. Ja. Ja. Okay. Aber das, was sie sagt, wurde da eben gebracht und das völlig zusammenhangslos. Also ist die Frage, es ist, ob es da jetzt, also manche Leute interpretieren das als Hinweis auf einen bevorstehenden DLC, aber es könnte einfach auch nur zusammenhangsloses Zeug sein. Ja, vielleicht einfach nur Werbung. Einfach nur irgendwie zusätzliche Werbung oder sonst was. Also es ist ein Gerücht, wenn es darum geht, wenn es um den DLC geht, aber mal gucken. Sagen wir mal so, wenn Kojima dahinter stecken würde, dann wäre es wahrscheinlich ein DLC. Ja. Wenn nur Konami das macht, könnte es sein, dass es einfach nur Werbung ist. Ja, oder man weiß es nicht. Der Geist von Kojima lebt vielleicht noch weiter in dem Marketing. Ja, genau. Der Geist von Fallout 4 ist am Freitag schon allgegenwärtig. Ja. Denn schon am Freitag und Samstag wurde dann angefangen, wild das Spiel zu verkaufen, so als gäbe es überhaupt kein Problem. Ja. Und als gäbe es keinen Befester, die sagen, bitte haltet euch an die NDA, die übrigens immer noch gilt, trotz des Verkaufs. Wir durften am Wochenende nicht darüber berichten, obwohl es schon irgendwie in jeglichen Saturn-Media-Märkten und sonst was im Handel steht, also in den Regalen steht und jeder es kaufen konnte. Genau, das heißt bis auf die PC-Leute. Ja. Die mussten, die konnten sich zwar kaufen, aber die müssen ja erst auf den Day One Patch warten. Aber die Xbox One und PS4 Version, die laufen tadellos. Absolut. Und ich habe es auch schon genutzt und ich werde keine Namen nennen, aber mir wurde auch gesagt, wenn ich es kaufen will, kann ich es kaufen und ansonsten wird es nicht verkauft. So läuft das eben und Leute haben gestreamt auch und von Leuten wurden eben die Streams dann gesperrt. Und so weiter. YouTube das gleiche Lied. Also im Grunde kennt man auch schon alles von GTA oder ein paar anderen Spielen. Aber jedenfalls, mit anderen Worten, das Spiel ist im Grunde schon im Verkauf. Aber der offizielle Release ist nach wie vor der 10. Ja. Und bis zum 9., glaube ich, bis Montag dürfen wir auch nichts dazu sagen. So ist das und daran werden wir uns halten. Also heute. Ja, heute. Genau, stimmt, heute. Also wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel dann letztendlich ist, kann es sein, dass ihr jetzt schon den Test sehen könnt. Ja, also seid gespannt jetzt, durchforstet unsere Videos, die wir auch in der App haben oder auf den Webseiten und dann wisst ihr genau Bescheid und ab morgen dürft ihr dann auch pünktlich das Spiel überall genießen kaufen. Auf dem PC. Ja, vor allem. Ja. Ja. Ja, und das war's. Und dann melden wir uns morgen und dann werden wir vielleicht ein bisschen sehen, wie es ist direkt. Genau. Ja. Also macht's gut. Genau.